So, dieses Video behandelt die drei Aufgaben 7, 8 und 9 des Zettels. Da wird einmal im Beispiel 7 eine Aufgabe zu dem Konformzins gestellt, den wir nachher insbesondere in der Rentenrechnung sehr oft brauchen werden. Und zwar haben wir hier nur einen Zeitraum von K0 bis zu unseren ausgezahlten 5.000 über 11 Monate. Das ist kein ganzes Jahr, wir haben aber nur einen Jahreszinseffektiv von 6%. Wenn wir jetzt unseren Jahreszins wie oben als Q aufschreiben mit 1,06, dann müssen wir wissen, was hoch 12 gibt 1,06. Und das kann man immer sehr leicht mit der 12. Wurzel von 1,06 angeben. Das heißt, das, was in der Klammer steht, ist der Monatszins. Dann ist das Ganze auch kein Problem mehr, denn jetzt sind unsere 5.000 Euro ja gleich dem gesuchten K0 mal 12. Wurzel 1,06 hoch 11, denn es sind ja nur 11 Monate. Also haben wir, wenn man das jetzt umstellt, K0 ist 5.000 durch 12. Wurzel 1,06 hoch 11. Und wenn man das ausrechnet, kommt man auf 4.739,94 €. So, das war schon die 7. Aufgabe. Die 8. Aufgabe: Ein Kredit wird mit einem Disagio ausgegeben. Dazu muss man natürlich erstmal den Begriff Disagio-Geld erklären. Disagio ist ein Abgeld. Das heißt, es wird sofort abgezogen, also wird bei Auszahlung abgezogen. Hier nicht erwähnt, gibt es noch ein sogenanntes Agio. Das ist ein Aufgeld. Das gibt es zum Beispiel beim Kauf von Wertpapieren. Das wird beim in der Regel Kauf direkt beaufschlagt. Also mal angenommen, Sie kaufen Wertpapiere im Wert von 100 Euro und haben ein Agio von 5% zu zahlen, dann kriegen Sie eine Rechnung über 105 Euro. Haben Sie einen Kredit über 100 Euro und ein Abgeld von 5%, also ein Agio von 5%, dann kriegen Sie nur 95 Euro ausgezahlt. So, wie sieht das jetzt hier in unserem Fall aus? Wir haben eigentlich einen Kredit in einem Zeitraum über 100.000 Euro. Und diese 1.000 Euro, die müssen wir nun auch zurückzahlen in zwei Raten, R und noch einmal R. Hierbei sollen die Raten gleich hoch sein, sonst hat man keine Aussage über die Raten, da kann man alles Mögliche zahlen. Da kann man im ersten Teil hier die 100.000 zurückzahlen und dann noch den Rest, das ist Quatsch. Also hier gleicher Höhe. So, wenn man das hat, müsste man also wissen, wie hoch sind die Raten bei 6%. Es muss also gelten, meine 100.000, betrachten wir das Ganze mal endwertig, also sind bei einem Jahresend von 6%
Nach 2 Jahren 100.000 mal 1,06 zum Quadratwert. Und am Schluss davon soll ich jetzt meine eine Rate mal 1,06 zum Quadrat abziehen. Und die letzte Zahlung, und wenn ich das getan habe, soll am Schluss möglichst nichts herauskommen, nämlich meine Schuld soll 0 sein. Wenn ich das ein klein wenig umforme, also hier zum Beispiel in dem Teil das R ausmultipliziere und die 100.000 auf die andere Seite bringe, dann steht hier R ist gleich minus 1,06 zum Quadrat minus 1 ist gleich minus 100.000 mal 1,06 zum Quadrat. Also das eine auf die eine Seite gebracht. Und jetzt kann ich R direkt angeben. R ist meine 100.000 mal 1, was schreibe ich denn hier? Mal 1,06 zum Quadrat durch den Term, der hinter dem R steht, also minus 1,06 Quadrat minus 1. Und das ist, wenn man das ausrechnet, 54.543 69 Euro. So, wenn man jetzt den Zins rausrechnen möchte, dann muss man tatsächlich ja sagen, die Bank hat mir Geld abgezogen, nämlich 100.000 minus 4%. Das heißt, ich habe tatsächlich nur 96.000 Euro auf mein Konto gekriegt, muss aber meine tatsächlichen Raten von 54.000 Euro zurückzahlen. Das heißt, ich muss jetzt schauen, dass meine 96.000 Euro mal meinem Zinssatz, den ich noch nicht kenne, minus den 54.543,69 Q minus meinen 54.543,69 müssen wieder 0 sein. Mit dem Taschenrechner Mode 5 und dann die 3 kriegt man heraus. Q ist gleich einmal ein Unfugzinssatz und dann einmal 1,0896. Das heißt, wir haben einen Effektivzins von 8,96%. Und das ist etwas, was man vielleicht so nicht erwartet hätte. So, noch eine letzte Aufgabe in diesem Video. Es soll ein Haus verkauft werden. Und zwar für 400.000 Euro. Möglichst ein Interessent. Also das ist das, was Sie haben wollen. Wie sieht das aus? Der Fall. Wir haben also unseren Hausverkauf. 400.000 Euro. Das ist das, was wir gern haben wollen. Jetzt kommt einer, der kann mir sofort 150.000 Euro geben. Und nach 3 Jahren zahlt er mir nochmal 150.000. Und wenn ich dann 3 Jahre weiter gucke, dann will er noch einen Rest bezahlen. So, das Ganze soll wieder dasselbe sein. Das heißt,
Wir müssen wieder alle Zahlungen auf denselben Zinszeitpunkt betrachten. Wir können hier den Endzeitpunkt nehmen. Also zum Zeitpunkt t gleich 6 haben wir einmal unsere 400.000 minus den 150.000, die er schon bezahlt hat, bei 4%, also mal 1,04 hoch 6. Dann ziehen wir das ab, was er nach 3 Jahren auch noch bezahlt, nämlich die 150.000 mal 1,04 hoch 3. Und dann minus unserem R, das sollte am Schluss unserem Betrag entsprechen. Das soll nämlich wieder 0 sein. Das heißt, wir wollen hinterher unsere gesamte Schuld getilgt haben. Dazu muss man nur alles auf eine Seite bringen. Und dann kann man R ausrechnen. Das heißt, der Rest ist dann gleich 147.615 Euro. Bei dem Teil B soll man jetzt gucken, sind 450.000 in 4 Jahren genau das gleiche, mehr oder weniger, als 400.000 heute. Das heißt also, wenn ich mir das angucke, sind 400.000 zum Zeitpunkt t gleich 0 größer oder kleiner als 450.000 zum Zeitpunkt t gleich 4. Dazu muss ich mir wieder einen Vergleichszeitpunkt aussuchen, damit ich die vergleichen kann. Das heißt, einen auf den anderen Zeitpunkt bewegen. Dafür könnte ich zum Beispiel die 400.000 in Richtung T4 bewegen, indem ich sie mit 1,04 hoch 4 multipliziere. Und das sind dann 467.943,42 Euro. Und was man jetzt sieht, ist, das ist kleiner als das. Damit sollte man dieses Angebot ablehnen. Wenn man nicht gerade furchtbar dringend das Haus verkaufen möchte.